Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Parallelspiel. In den letzten zwei Filmen haben wir uns mit den Spielinhalten beschäftigt. Also mit welchen Inhalten setzt sich ein Kind in seiner Spielhandlung auseinander? Noch einmal zur Erinnerung, Spiel heißt nicht Zeitvertreib und nur Spaß, sondern Spiel heißt für das Kind Lernen. Spielen bietet viele Lernchancen für das Kind. Neurotypische Kinder, also die, die nicht im Autismus-Spektrum sind, haben das große Glück, viele Sachen faktisch von alleine zu lernen. Eine durchschnittliche Umgebung reicht, damit sie ihre Möglichkeiten entfalten können. Da entwickelt sich also ein genetisch angelegtes Programm, auch in den Fähigkeiten, mit anderen zu spielen. Kinder im Autismus-Spektrum können alles lernen, wenn uns einfällt, wie wir es ihnen beibringen. Das gilt selbstverständlich auch für das Spiel. Sie brauchen eine vorbereitete Spielumgebung und wir müssen uns an den Phasen der Spielentwicklung orientieren. Ein ganz kleines Baby beschäftigt sich zunächst einmal spielerisch ganz alleine mit sich, seinem Körper und Objekt. In einer nächsten Phase kommt es zum sogenannten Parallelspiel. Parallelspiel bedeutet, es genießt die Anwesenheit eines anderen Kindes, ohne mit diesem Kind aber Spielinhalte abzustimmen. Stellen Sie sich einfach vor, zwei Kinder sitzen nebeneinander im Sandkasten, beide schaufeln Sand in ein Eimerchen, ein Kind guckt zum anderen, freut sich, guckt mal, was macht denn das eine Kind, aber wenn Kind A oder B keine Lust mehr haben, stehen sie auf und gehen. Es gibt keine Verabredung über die Dauer des Spiels, über das Ziel des Spiels, sondern man genießt es, dass jemand anderes in der Umgebung etwas Ähnliches tut oder sich auch beschäftigt in dieser Umgebung. Das ist, bitteschön, schon eine Form des sozialen Spiels. Das heißt, auch bei erwachsenen Menschen im Autismus-Spektrum, die eventuell stärker beeinträchtigt sind, kann es schon eine wichtige Entwicklungsaufgabe sein, auszuhalten, dass sich eine andere Person im Raum befindet oder am gleichen Tisch beispielsweise und sich mit ihren Objekten, Gegenständen, Aufgaben beschäftigt. Auch das Parallelspiel gibt Entwicklungschancen für soziales Lernen. Erstens auszuhalten, dass da eine andere Person ist. Zweitens mal einen Blick hinüber zu wagen, was macht denn die andere Person, eventuell einzelne Handlungen zu imitieren, sich anregen zu lassen. Das sind die Entwicklungschancen, die das Parallelspiel bietet. Aber nicht alle Kinder im Autismus-Spektrum haben Schwierigkeiten mit dem Parallelspiel. Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.